Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei StarCraft 2. Wir werden uns jetzt erstmal wieder ein wenig hier in der Hyperion vergnügen und ein paar Gespräche führen nach der letzten Mission. Donny Vermillion für UNN, ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist Joe, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass uns eine auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass und Sie werden. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNN. Wow, ja, das war natürlich extrem aussagekräftig und hilfreich. Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Ja, verstehe ich. Gut, schauen wir mal kurz in die Söldner. Da gibt es keine neuen, also es gibt keine Rächer-Söldner. In Ordnung. Dann schauen wir ins Labor. Hallo Hansen, hallo Zerg-Tank. Hier ist wieder ein bisschen was passiert. Hier verändert sich ja im Labor was, wenn wir mehr Zerg-Forschung haben. Hier ist mehr Protoss-Forschung, glaube ich. Und hier haben wir die Artefakte, da haben wir noch keine neuen bekommen. Aus reiner Neugier habe ich mal ein paar Tests an den Mineralien von Redstone durchgeführt. Ich denke, dass du erfahren solltest, dass ich Spuren von Jurium gefunden habe. Einem seltenen Kristall mit wirklich einzigartigen Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr, Doc. Was sind das für Eigenschaften? Jurium schwingt auf derselben Frequenz wie gewisse Hirnwellen. Es wurde die Theorie aufgestellt, dass man damit die Gehirnaktivität stimulieren kann. Angeblich ist es damit sogar möglich, menschlichen Versuchspersonen Psi-Fähigkeiten zu verleihen. Was zur Hölle hat Tosh nur damit vor? Das ist eine gute Frage. Schauen wir aber erstmal in die Forschungskonsole, denn wir können ein neues Forschungsprojekt wählen, nämlich die planetare Festung. Kommandozentralen können mit der Zwillings-IB-Kanone ausgestattet werden oder den Inferno-Turm, ein Flammenturm, der sich außerhalb des Kampfes tarnt. Ich halte tatsächlich die planetare Festung für interessanter, da ich dann die, dass wir quasi eine neue zentrale Verteidigung erhalten. Die planetare Festung kann allerdings nicht abheben. Okay. Ah ja, okay, das wäre natürlich... Nein, wir nehmen den Inferno-Turm. Ganz entgegen meiner Aussage, weil der hier nicht... weil das hier nicht abheben kann. Ich hätte gedacht, es wäre eine zusätzliche gute Verteidigungslinie. Der Inferno-Turm bildet aber ebenfalls eine zusätzliche Verteidigungslinie, die ich aber überall hinsetzen kann und nicht nur auf die Kommandozentrale. Und davon haben wir meistens doch nur eine. Deswegen habe ich mich jetzt dann doch dafür entschieden. Ich weiß gar nicht, kann man das im Nachhinein noch ändern? Das würde mich mal gerade noch interessieren. Nicht mehr erforschbar. Anscheinend nicht. Nein, in Ordnung. Macht aber nichts. Hallo, Tosh. Ah, da bist du ja, Mann. Wir geben ein gutes Team ab, du und ich. Was machst du hier, Tosh? Unser Deal ist gelaufen. Es sei denn, du hast was Neues für mich. Ja, ich habe da noch einen anderen Job für uns. Auf einem Planeten namens Belshir. Interessiert? Vielleicht. Was springt denn für mich dabei raus? Ich hab nicht vor, den Piraten zu spielen. Jeder weiß doch, dass Jim Reno alles tut, um Mengsk die Hölle heiß zu machen. Und dabei kann ich dir helfen. Sehr gut sogar. Ich lass es mir durch den Kopf gehen. Bis dahin, willkommen auf der Hyperion. Wir reden dann später.
In Ordnung, ich finde aber seinen Anzug extrem cool. Allerdings sieht er auch ein bisschen gruselig aus, aufgrund der leeren Augenhöhlen. Ich habe jetzt versucht, mit der Sprechblase da rein zu zeigen. So, und wir können nochmal eben in die Arsenalkonsole schauen. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Wir haben auch die Rächer jetzt hier. Der Raketenturm und die Fahrzeuge, genau. Warum blinkt denn das alles immer? Feuerfresser, der Marodeur interessiert mich tatsächlich. Der Angriff des Marodeurs verlangsamt alle Ziele im Zielbereich, also quasi ein AOE-Slow. Okay, Feuerfresser, mehr Rüstung. Das finde ich gut, wir haben die schon öfter gebraucht. Als nächstes hätte ich dann gerne den Marodeur. Damit die etwas mehr aushalten. Also Rüstung für Einheiten finde ich immer praktisch, weil dann müssen wir kein neues Geld ausgeben, um diese neu zu bauen, sondern können die einfach heilen. Genau, so sieht's aus. Dann starten wir auch in die nächste Mission. Das müssen wir über die Brücke machen. Müssen wir mal schauen, haben wir jetzt überhaupt noch irgendwelche Optionen? Wahrscheinlich Belshir von Tosh. Genau. Und Tarsonis. Dann schauen wir uns zuerst mal Belshir an. Auf Belshir gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und im richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Terrazingas klauen. Okay, Goliath. Eine schwere Feuerunterstützung hätten wir dann als Einheit. Und dann haben wir noch Tarsonis. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Eine Panzerjägereinheit, die Cobra, kann feuern, wenn sie sich bewegt. Sehr schön, dann bin ich dafür, dass wir das nehmen, auch wenn es schon wieder Zerg-Forschung ist. Ich hätte gerne Protoss-Forschung eigentlich, aber ich nehme jetzt einmal die Zerg-Forschung wieder mit, weil es gegen die Liga geht. Ich finde, Belshir, wir haben gerade was mit Tosh gemacht, da machen wir als nächstes was auf Tarsonis. Hätte nie gedacht, dass wir diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Die Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert. Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge. Aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt. Also wissen wir nicht, in welchen. Wir müssen so viele wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Falls es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Nee, ist schon in Ordnung, Matt. Du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tychus wird ausflippen. Krallen wir uns ein paar Züge der Liga. Derzeitige Mission, der große Zugraub. Fangen wir direkt einmal an. Verpassen Sie keine drei Züge, vernichten Sie die Züge der Liga. Sir, es sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konföderierte Fahrzeuge, die von der Liga noch nicht wiederverwertet wurden. Cobras! Mann, ich habe gar nicht gewusst, dass die über das Prototypenstadium hinausgekommen sind. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Ich lade Ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. Dort in der Gegend gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können. Wir sollten unsere Augen offen halten. Okay, wir nehmen es mal mit. Bauen wir noch eine Cobra, damit wir hier auf jeden Fall was machen können. Sammeln Sie Vergifterknochenproben. Okay. Reicht es, wenn ich hier mit einer anderen Cobra hinfahre? Das fände ich ganz cool. Jawohl, das reicht. Dann würde ich noch die letzte Cobra holen. Genau, wir bauen ja mit unseren Mineralien gerade ein paar WBFs. Ich würde auch noch gerne Bunker bauen.
Und dann müssen wir noch gucken, wo wir die Vergifterknochenproben herkriegen. Ist das hier ein Vergifter? Wahrscheinlich nicht, ist einfach ein Tier. So. Wo haben wir hier Zugänge? Ich sehe gerade hier die beiden Hauptzugänge hier oben. Deswegen würde ich gerne hier einen Bunker platzieren. Und dann haben wir hier noch drei Kobras. Und die vierte nehmen wir auch noch gleich mit. Weitere WBFs natürlich in die Pipeline. Das hier ist wahrscheinlich Vergifterknochenprobe, wa? Okay. Die müssen wir suchen, okay. Jeder Bodeneinheit aufgesammelt werden. Okay, also Kobras sind schnelle Hoverpanzer, die aus der Bewegung auf Bodenziele feuern können. Wir können die in der Fabrik bauen. Vernichten sie die Züge der Liga. Wird gemacht, wird gemacht. Hier haben wir noch eine Kaserne. Da bauen wir noch zwei davon erstmal. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Da oben sollten wir vielleicht nicht hinfahren. Feuern aus der Bewegung. Aber wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir diesen Zug so früh wie möglich beschädigen. Das ist anscheinend ein Bunker der Liga, der noch nicht bemannt wurde, was uns sehr zugute kommt. Ah doch, er wurde benannt. Ich habe nur das Schießen nicht gesehen. So, dann bauen wir mal noch eine weitere Kobra. Die machen das hier schon sehr gut kaputt. Sehr schön. Dann gehst du auch noch hier rein. Und hier haben wir noch ein paar Container. Ausgezeichnete Arbeit, Sir. Wir können die Schrottladung des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. Das ist wahr. Allerdings muss unser lieber WBF hier auch noch weitere Versorgungsdepots bauen. Achso, er repariert jetzt erst hier. Diese Kobra hat nämlich ordentlich Schaden einstecken müssen. Mehr Versorgungsdepots, ja, ja, okay, passt schon. Und keine Mineralien. Müssen auf jeden Fall noch 7 Züge abfangen. Ich nehme an, wir werden mehr Kobras dafür brauchen. Eventuell wären auch ein paar Marodeure oder sowas hilfreich. Könnte ich mir schon vorstellen. Tech-Labor. Und ich werde die Kobras mal gerade nutzen, um noch ein wenig hier die Strecke zu erkunden. Denn wir haben hier auch noch eine andere Strecke. Hier ist noch eine zweite. Die haben wir noch nicht mit einem Bunker abgesichert. Aber wir müssen ja auf jeden Fall auch noch die Vergifterknochen finden. Erweiterung fertiggestellt. Oh, hier ist die Liga. Führen wir eine Angriffsbewegung aus. Oh, 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 das hier scheint eine Basis der Liga zu sein. Da sollten wir uns vielleicht nicht reinwagen. Die holen wir dann mal hier rauf. Das ist das Söldnerquartier. Ich würde noch gern 2 Marodeure holen und einen Sanitäter. Ach, wir haben noch gar keinen am Vespingas. Doch, haben wir da unten. Allerdings haben wir da oben eine Raffinerie. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Guck mal, Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die Züge beschützen sollen. Mal schnell hier oben reparieren. Schon mal hier in die Position bringen, die heilen. Kobras, das wärst du noch. Marodeur geht direkt mit.
könnten auch anfangen, hier unten an den Schienen Bunker zu bauen. Okay, und aufhalten. WWF arbeitet weiter, Cobra wird auch drauf angesetzt. Marodeur geht mal mit hier runter. Einfach weil er, wenn er steht, ja auch ein bisschen schießen kann. Sehr schön. Hier unten. Sammeln, okay. Dich hätte ich noch gern, damit du einen weiteren Bunker baust, einfach um sicher zu gehen. Genau, hier unten ist auch noch Strecke. Oh oh. Wir ziehen uns auf jeden Fall mal zurück. Die Marodeure stellen wir mal hier unten hin. Hier oben müssen wir weitere... Commander, ich fange erhöhten Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns besser bereit. Genau, reparier den mal. Hatten wir hier nicht auch einen Sunny bestellt? Ach ja, den hatten wir noch nicht bestellt. Den bestellen wir jetzt. Ja, versucht es nur. Das ist kein Problem. Du reparierst den weiter. Okay, der nächste Zug. Der Zug verlässt den südlichen Tunnel. Wie viele Cobras haben wir? Die sind alle einsatzbereit, nicht wahr? Dann wollen wir sie mal schnell hierher bringen. Metallions auch inzwischen. Auf jeden Fall hier die Autos zerstören. Die Marodeure helfen auf jeden Fall. Die ziehen wir wieder zurück. Hier unten haben wir noch einen Zugang, ne? Nein, das ist eine Klippe. Okay. Ah ja. Vorsicht! Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Einmal wieder hier raufgeholt. Hier ist noch ein WBF drin. Tatsächlich fände ich es ganz cool, wenn wir auch einen Bunker bauen. Unsere Bunker schießen ja auch von selbst, da brauchen wir nicht mal Einheiten drin. Und hier muss ich noch, genau, einen davon bauen. Und du musst dann noch im Anschluss weitere Versorgungsdepots errichten. Basis wird angegriffen. Mr. WBF. Ach so. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Bunker schießt den jetzt hier langsam kaputt, den Feuerfresser.
finde ich interessant. Die Liga geht dort unten irgendwo in Stellung. Na gut. Die Liga hat hier doch einiges an Soldaten hergeschickt. Und hier oben sind einige Kobras verletzt. Oh, der Bunker kommt ganz gut klar, muss ich sagen. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Dann ziehen wir mal hier die heilen Kobras ab. Basis wird angegriffen. Ah ja, hier unten haben sie weitere Bunker gebaut. Macht nichts. Meine beiden Marodeure ziehe ich mal noch wieder mit runter. Dann können die zwei hier auch nochmal ordentlich Schaden auf den Zug schießen. Sehr, sehr schön. So, nehmen wir mit. Natürlich. Und ich muss auch noch eine Einheit mal abziehen, um hier oben dafür zu sorgen, dass wir noch die letzte Forschung finden. Dafür würde ich, glaube ich, gerne zwei Hellions bauen. Die beiden Marodeure kommen hier oben hin. Hier kommt der Sanitäter. Der kann hier unten mal direkt... Ah, ne, hat er direkt schon. Ja, okay, die WBFs sind geheilt. Denn mich würde das tatsächlich noch interessieren... Ach, da oben ist das dritte. Hab ich das nur nicht gesehen? Dann würde ich dich da gerne mal hinschicken, liebes Hellion. Auch auf die Gefahr dahin, dass du hier der Liga begegnest. Nee, das sah nur so aus. Okay. Hier hat die Liga Mineralienvorkommen gesichert. Verstehe, verstehe. Ein fast weiteres verlassenes Fahrzeug, das nehmen wir doch glatt mit. Na, das sollte doch eigentlich relativ fix erledigt sein. Der eine Marine, Space Marine muss natürlich ersetzt werden. Die Cobra kommt mit hier rauf. Der Hellion stirbt leider. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Dann wird diese Cobra mal hier oben noch schnell repariert. Werden angegriffen. Sollte man zumindest meinen. Diese Cobra einmal hier hochziehen. Ist hier nicht noch irgendwo ein WBF? Und die zwei Marodeure bitte noch hier. Die da muss ich weghaben. Da ist, glaube ich, eine Cobra kaputt gegangen. Da sollten wir dann vielleicht mal noch Nachschub bauen. Aber tatsächlich, das ist das Letzte. Würde ich damit auch sagen, reicht es für diese Folge. Wir haben schon einiges geschafft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es soweit ist, wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen
bis zum nächsten Mal. Tschüssi.